So, Armand, jetzt sitzen wir mit dir hier am Tisch. Wir waren ja gerade ein bisschen unterwegs, uns deine Firma hier anzuschauen. Also schon beeindruckend, was hier so alles zur Verfügung steht. Erklär uns doch mal, seit wie lange gibt es denn euch schon jetzt Micron Genau. Systems? Micron gibt es seit 1984. Und ja, da haben wir eigentlich mit dem Import von Micron-Auspuffanlagen angefangen. Die haben wir ja überlebt. Den Hersteller gibt es mittlerweile nicht mehr, aber uns und unseren Firmennamen haben wir natürlich beibehalten. Und so lange sind wir eigentlich schon mit Motorradtechnik unterwegs. Das ist ja schon eine gewaltige Historie. Man sieht es auch, wir sind vorhin hier vorbeigelaufen. Die Bilder sind teilweise schon ein bisschen älter. Ja, gerade die Alten machen es dann interessant. Aus welcher Motivation raus entstanden ist? Bist du selbst leidenschaftlicher Fahrer oder war das mehr der Zweck jetzt einfach? Kurz zusammengefasst, vom Motorrad runtergefallen, reparieren müssen. Wir waren jung und brauchten das Geld. Okay, boah, das ist aber eine gute Motivation. Also, es hört sich schon mal interessant an. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen gezeigt, was ihr so macht, aber aus deinem Munde ist es dann vielleicht doch noch mal ein bisschen ausführlicher. Was bietet denn ihr denn so an, außer jetzt die DynoChat und K&N-Produkte, die wir gesehen haben? Ihr seid ja quasi berühmt für die Prüfstandsarbeit. Und was kommt da so alles zusammen? Das ist natürlich mittlerweile so eine Art Spezialität geworden. Die Prüfstandsarbeit machen wir eigentlich seit 1991. Da sammelt man eine gewisse Erfahrung und passt sich eben den Marktveränderungen weitgehend an. Versucht da ja auch die interessanten Sachen, die für den Kunden auch effektiv sind, umzusetzen. Ja, also viele werden sich jetzt denken, Prüfstand ist natürlich ein Begriff, aber aus welchem Grund stimmen wir denn jetzt eigentlich Motorräder ab? So für die, die ein bisschen weniger belesen sind, was passiert denn, wenn ich jetzt einen anderen Auspuff draufstecke? Warum brauche ich dann eine Abstimmung? Schöner Begriff, der mal gesagt wurde, war, ein Motor ist eine Luftpumpe. Das heißt, es kommt über die Airbox Luft rein, über den Auspuff geht verbrannte heiße Luft raus und Benzin ist unser Energieträger und die einzelnen Verhältnisse müssen sehr genau stimmen, um das Optimum an Leistung zu erreichen. Jetzt ist es so, dass entweder bei unserem Serienfahrzeug oder bei einem vom Kunden modifizierten Fahrzeug die Airbox geändert sein könnte oder der Auspuff geändert sein könnte oder etwas vorgegeben ist, was der Hersteller aufgrund von Homologationsvorschriften schlichtweg nicht anders machen kann. Und das bestimmt eigentlich die Spritmenge. Und wir gehen jetzt her und ja, optimieren die Spritmenge so weit, dass die Verbrennung optimal ist. Über die Zündung lässt sich in vielen Fällen auch noch was machen. Und ja, dann gibt es noch einige Restriktionen, die sich beeinflussen machen lassen. Da geht sehr viel. Das heißt, wenn wir gerade beim Thema Restriktionen sind, durch die Euro-Norm, bestimmt kennt es jeder von den Zusehern, es gibt da eine Vielzahl an zum Beispiel Auspuffklappen oder Walzen oder irgendwelchen Stellmotoren und dann sind teilweise wir hatten vorhin schon mal geredet, sind ja, hast du gesagt, die Maps zu mager oder magerer oder anders abgestimmt in den geräuschrelevanten Bereichen und das kann man ja dann quasi einfach alles aufheben. Darum geht es eigentlich. Die Fahrzeuge haben zwar sehr viel Leistung, sie könnten aber noch mehr haben, wenn sie nicht homologiert werden müssen. Und genau das versuchen wir zu erreichen. Und die Zubehörindustrie stellt über Auspuffanlagen und Luftfilter, Airboxen und so weiter jede Menge an Peripherie zur Verfügung, die dann aber ordentlich abgestimmt werden muss, um auch die entsprechende Leistung zu erreichen. Okay, also das heißt, einen Auspuff draufstecken und eine Komplettanlage und einfach weiterfahren ist eigentlich nicht so der Ja, goldene ist Weg. nicht, war er eigentlich noch nie. Und vor einiger Zeit war eben so das Schlagwort, selbst ein offener Auspuff bringt nichts. Ich möchte mal sagen, das ist grundlegend richtig, solange ich nichts am Fahrzeug verändere. Früher hat man, wenn man einen offenen Auspuff montiert hat, den Vergaser umgedüst und siehe da, es war doch mehr Leistung da. Und heute muss man sich halt um die Einspritzanlage kümmern. Das ist ja im Prinzip dieselbe Thematik quasi nur Genau. moderner. Ja, also das ist jetzt schon schön erklärt, denke ich.
Und es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch immer schwieriger geworden, gerade durch die Euro-Norm, jetzt Stichwort Euro 4, diese ganzen großen Sammler, die unter den Motorrädern hängen, da noch Leistung zu finden und zu holen, jetzt nur über einen Endschalldämpfer oder so. Da ist ja, glaube ich, das Thema schon eher Komplettanlage oder bringt nichts wahrscheinlich. Es ist sehr schwierig geworden, nur über einen Schalldämpfer Leistung zu finden. Die Fahrzeughersteller sind da schon sehr bemüht, das Optimum zu finden. Und das noch zu verbessern, nur über den Tausch des Schalldämpfers, ist bei den heutigen Motorrädern kaum mehr möglich. Puh. Also ein paar vielleicht auch unangenehme Wahrheiten, aber freut mich, dass wir hier sein dürfen, auf jeden Fall an dieser Stelle. Und ich denke, wir machen uns dann jetzt mal an die Arbeit, die beiden Motorräder vorzustellen und auf den Prüfstand zu stellen. Freut mich, dass ihr gekommen seid, und jetzt gucken wir mal, was da geht. Cool, also los geht's.